Die sogenannte Wirtschaftsexpertin und Redakteurin Ulrike Herrmann darf aktuell ungehindert und ohne Widerspruch durch die Talkshows Deutschlands touren und somit regelmäßig Werbung auch für ihr Buch Das Ende des Kapitalismus machen, welches in Deutschland zu einem Bestseller wurde. Und darf dort solche Sachen behaupten, wie dass wir keine Autos mehr besitzen sollen, dass der Staat festlegt, was in Unternehmen produziert werden soll und in welcher Quantität und sogar schlussendlich, wie viel wir täglich essen dürfen. Ja, sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Und in der heutigen Zeit fällt es dann mitunter schon immer schwerer, sanfter und so zu bleiben. Aber es ist genau wie damals im Film bei Demolition Man auch beschrieben. Irgendwann geht es dann eben bei Pizza Hut auch dann darum, dass du nicht mehr einfach Salz auf deine Pizza machen darfst, weil es ja ungesund ist. Und deswegen kommt ja auch diese sanfte Grüße aus genau diesem Film, weil dieser Film ja wunderbar einfach so unsere heutige Zeit auch ein bisschen umschreibt und persifliert und leider eben auch in vielen Bereichen eben eine Art Vorprognose war von dem, was wir heute haben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel euch sagen will, passt mal auf, also das mit dem Kapitalismus, das hat alles nicht so gut funktioniert und es wäre doch viel besser, wenn wir wieder eine Art DDR aufbauen, also wo der Staat ganz zentral festlegt, was alles jetzt produziert wird und in welcher Qualität und so. Und Planwirtschaft, das merken wir ja auch, ist immer mehr im Kommen und immer mehr hip. Und es wird in der Politik auch immer mehr durchgesetzt an dem eigentlichen Bürgerwillen vorbei. Und vor allem, da kommen wir dann später noch dazu, mit einer viel schlimmeren Auswirkung für die eigentlichen Ziele, die man verfolgt. Dann würde man damit eigentlich nicht so gut damit durchkommen, wenn man jetzt sagt, pass mal auf, wir machen jetzt einfach hier Deutschland DDR 2.0. Ihr habt euch damit abzufinden und so weiter. Dann würden, ich glaube, das wäre dann spätestens der Zeitpunkt, wo tatsächlich auch die Deutschen mal auf die Straße gehen würden und irgendwann sagen würde, so, jetzt reicht's uns aber wirklich. Ne? Ihr geht hier ein bisschen zu weit, weil wir wollen jetzt nicht mehr bis zur nächsten Wahl abwarten, um endlich diese Art von Politik abzuwählen, sondern das ist jetzt uns selbst, sozusagen uns Deutschen, so ein bisschen zu viel. Und deswegen braucht man immer, genau wie damals die Griechen in Troja, braucht man immer dieses trojanische Pferd. Man braucht immer irgendeinen guten Grund, um das Ganze umzusetzen, um den Sozialismus einzusetzen in Deutschland und so. Und dieser Grund ist einfach perfekt, nämlich der Klimaschutz. Unter dem Deckmantel des Klimaschutzes kann man so viel behaupten und sagen und vorschlagen und an Maßnahmen umsetzen, ohne jemals die wahren Intentionen offenzulegen, nämlich dass man einfach die Planwirtschaft umsetzen will. Ich gebe euch jetzt mal hier ein paar interessante Sätze aus einem NZZ-Artikel von Dr. Rainer Zittelmann hier. Der ist schon ein bisschen älter, der Artikel von Anfang Januar, aber ne, jetzt geht's richtig los. Planwirtschaft ist wieder populär. Klimaschützer und Kapitalismuskritiker fordern, wir müssten den Kapitalismus abschaffen, um eine Planwirtschaft an seine Stelle zu setzen. Sonst hat die Menschheit keine Chance zu überleben. Und ist ja auch vollkommen klar. Ne? Du kannst dadurch halt eben sagen, hey, pass mal auf, diese ganzen Maßnahmen, wir wollen das ja eigentlich auch nicht machen, aber wir müssen. Sonst haben wir einfach keine Chance mehr wegen dem Klimawandel und so. Und damit, wenn du einmal diese Deutungshoheit hast, dann kannst du auch jeden Menschen, der in irgendeiner Art und Weise sagt, hey, ich finde deine Idee und dein Konzept und deine Maßnahmen, die du vorschlägst, nicht zielführend, dann kannst du diesen automatisch immer als Störer oder als Klimaleugner sozusagen ausgrenzen und diffamieren, dann wirst diese Person natürlich auch nicht mehr entsprechend in solchen Talkshows eingeladen, um dort ihre Argumente entgegenzubringen. Und die Mehrheit dann schnappt das einfach im Mainstream auf, kauft diese Bücher, verbreitet diese Ideen und findet das sogar noch gut. Und da braucht man sich auch nicht mehr wundern, wenn dann auch auf die Art und Weise gewählt wird. Und sie schreibt dann weiter, Ulrike Herrmann, also Zittelmann schreibt dann weiter, Ulrike Herrmanns Buch Das Ende des Kapitalismus ist in Deutschland derzeit ein Bestseller und propagiert ganz offen die Planwirtschaft. Ja? Aber anders als natürlich im klassischen Sozialismus sollen laut Herrmann die Unternehmen nicht verstaatlicht werden, sondern im Privatbesitz bleiben. Aber der Staat sollte festlegen, was hergestellt wird und wie viel. Es ist natürlich nichts anderes dann als Sozialismus. Der Staat hat sozusagen dann die
Herrschaft über die Unternehmen und was jetzt auf dem Papier schlussendlich steht und auf den Verträgen, wer nun Gesellschafter und Anteilseigner ist, das macht dann überhaupt keinen Unterschied mehr. Versteht ihr? Das ist dann einfach nur noch Makulatur. Diese Verträge sind nicht mehr das wert, was das Papier mal irgendwann mal wert war, wenn du es als Feuerholz benutzen würdest zum Anzünden irgendwo. Weil der Staat legt dann fest, okay, dieses Unternehmen darf jetzt nur noch so und so viel davon produzieren, darf noch das und das einkaufen, darf jetzt sozusagen diese und diese Form von Energie verwenden und am Ende die Gewinne müssen sowieso so und so umverteilt werden. Das ist dann purer, hundertprozentiger Sozialismus, aber einfach immer noch unter dem Deckmantel der Marktwirtschaft, ne? Weil wir wollen natürlich alle nicht offiziell es als Sozialismus nennen, weil dann werden wir die Leute, die sich damit nicht so viel beschäftigen, nicht mehr abholen können. Jeder, der natürlich Ahnung von Wirtschaft hat, weiß sofort, dass das nichts anderes als purer Sozialismus ist. Aber es wird noch viel, viel, viel schlimmer, als ihr jemals gedacht hättet. Denn nicht nur Flüge werden verboten, auch private Kraftfahrzeuge. Und es soll auch bestimmt werden vom Staat, keine Einfamilienhäuser mehr. Das war's mit Einfamilienhaus. Und auch keine Zweitwohnung. Es wird also festgelegt, wie viel Wohnraum du beanspruchen darfst. Und jetzt kommt es auch noch, was du essen sollst und darfst. Und da habe ich wirklich gedacht, wow, okay, das ist ja nochmal ein ganz, ganz anderer Schritt. Allen Ernstes behauptet diese Frau, die gerade, ich sag's nochmal, bei Maischberger und bei Anne Will und bei Markus Lanz überall eingeladen wird, nicht als irgendwie Neomarxistin oder so mit lustigen Ideen und als solche auch benannt wird, sondern als Wirtschaftsexpertin und Redakteurin, sagt sie allen Ernstes, dass auch der Mensch nicht mehr so viel essen sollte in Deutschland. Also 2500 Kalorien am Tag seien genug. Und zwar in Form von 500 Gramm Obst und Gemüse, ne? 232 Gramm Vollkorngetreide oder Reis, 13 Gramm Eier, 7 Gramm Schwein und so weiter. Auf den ersten Blick sieht das jetzt irgendwie sehr mager aus, aber die Deutschen wären viel gesünder, wenn sie ihre Essgewohnheiten umstellen, tröstete die Kapitalismuskritikerin. Und sowas darf sie dann eben auch in diesen Talkshows einfach sagen. Ne? Ich meine, klar, freie Meinungsäußerung, klar darf sie das sagen. Was ich nur so sehr schlimm finde, ist, dass da nicht irgendwie mal richtig eine Gegenwehr kommt. Dass die Leute, die so auch sowas mal aus der Praxis argumentativ einfach widerlegen können und auch mal simpel historische Beispiele aufzeigen können. Warum lädt man nicht einen Dr. Rainer Zittelmann genau in so eine Sendung bei Maischberger mal ein, der als Historiker eben genau weiß auch, wie solche Experimente in anderen Ländern ständig gescheitert sind und der den Menschen eben auch mal bildhaft vor Augen führen kann, was das in aller Konsequenz dann auch bedeutet, wenn man mit diesen Maßnahmen einmal anfängt. Das ist doch das eigentliche Problem, dass diese Frau immer noch als Expertin für Wirtschaft angesehen wird und die Leute dieses Buch kaufen und ohne wirklich ein Hintergrundwissen oder ein historisches Wissen hier zu haben, einfach das mal einordnen können. Und ich meine, eigentlich brauchst du noch nicht mal ein historisches Wissen. Eigentlich reicht schon der rationale Menschenverstand, um zu sagen, hey, der Staat hat sich gefälligst nicht nur aus meinem Leben, was irgendwie meine Heizung und meine Mobilität angeht und wie viel Wohnraum ich beanspruche, rauszuhalten, sondern der hat sich definitiv auch rauszuhalten bezüglich, was ich irgendwie essen und konsumieren möchte. Ja, das ist meine eigene Verantwortung, das lege ich fest und ich esse so viel und ich trinke so viel, wie ich mag und kein Staat der Welt hat das jemals zu kontrollieren. Und all die ganzen Investoren hier auch auf dem Kanal, ne, die immer sich beschweren, dass es ja so wenig Investmentanalysen in letzter Zeit gibt und so, und die gerne einfach nur weiter hier in ihrer ganz normalen Finanzbubble bleiben wollen, entspannt ihren Sparplan durchziehen wollen. So, das sind alles Leute, die nicht raffen, dass sie irgendwann genau diese Aktionäre sein werden, die einfach nur noch die Hülle von dem Unternehmen besitzen. Wenn sie Glück haben, kriegen sie vielleicht noch einmal im Jahr so ihr kleines Dividendenbonbon und freuen sich dann auch noch darüber, obwohl ihnen ja eigentlich die ganze Tüte gehört. Ne? Und die merken dann gar nicht, dass es schon lange dann irgendwann zu spät ist, noch da irgendwann Gegenwert zu bringen. Und vielleicht wachen jetzt auch einige Leute mal auf und sagen, hey, vielleicht sollten wir diesen Kampf allein schon vorher auch argumentativ bereits annehmen und mal anfangen, ein bisschen Gegenwehr auch hier auf YouTube beispielsweise zu verbreiten und auch auf anderen Plattformen und so. Und einfach mal zu sagen, hey, pass mal auf, wir sind hier die Bürger, wir bestimmen, wo das Ganze
lang geht in einer Demokratie. Und deswegen werde ich auch mit diesen Videos so lange weitermachen, bis dieser ganze Hokuspokus endlich abgewählt wird und wieder vernünftige Politik gemacht wird, die sich an dem mehrheitlichen Willen der Bürger orientiert und nicht an einer kleinen Splitterpartei, die eigentlich sich anmaßt, für alle und für alles zu entscheiden, wo es lang geht. Das ist einfach nicht die Art und Weise, wie man in Zukunft hier das Ganze gestalten sollte. Weil ich denke immer noch, dass die Freiheit einfach die wichtigste, nicht nur Tugend und das freiheitliche Leben, nicht nur die wichtigste Tugend, sondern auch das wichtigste Ideal sein kann. Und nicht irgendeine Ideologie von Planwirtschaftlichkeit und so weiter. Und die ganzen Leute, die halt immer nur denken, oh, ich mache hier meinen Sparplan und ich nehme alles einfach so, wie es kommt und ich setze da jetzt kein Gegenstatement und so, die sollten wirklich irgendwann sich mal kneifen morgens oder vielleicht auch mal backpfeifen selbst und einfach mal realisieren, dass sie gerade in genau dieser Welt, wo das Stück für Stück umgesetzt wird, leben und dass dann auch ihre ganzen Verträge, ob es jetzt die Immobilien sind, ob es die eigenen Unternehmen sind, ob es die Aktien sind, dass all das nicht mehr das Papier wert ist, auf dem es gedruckt ist, wenn schlussendlich der Staat sagt, wo es lang geht, womit Geld verdient werden kann, was produziert wird, in welcher Qualität und du einfach nur noch alles brav abnicken darfst. Na, herzlichen Glückwunsch.